Ja, sehr schön. 622 Einwohner. Also wie gesagt, von der Zahl her ist es schon nicht schlecht. Und wir exportieren wieder wie die Weltmeister. Auch wenn die Finanzen, wir haben jetzt sehr teure Sachen gebaut. Es ist normal, dass wir jetzt natürlich nicht die optimalen Top-Finanzen haben. Ja, was haben wir denn hier? Wie kann ich helfen? Das ist ein Rebell. Wir haben hier eine Menge Rebellen, das gefällt mir nicht. Und das mit dem Landhaus verstehe ich nicht. Wir haben doch hier Landhäuser. Kamerad Präsidente, beim Marschieren im glorreichen Marsch der Revolution zertrat ich versehentlich eine kleine Ameise. Ach, ein Gasthaus, kein Landhaus, da habe ich mich verlesen. Ein Landgasthaus. Jetzt muss ich mal gucken, wo das hier ist. Landgasthaus, das wäre das hier. Okay, das können wir jetzt nächstes bauen, das ist ja kein Problem. Hätten wir da hinstellen können eigentlich, naja. Wie gesagt, das nächste Schiff bringt Geld, hoffe ich. Das sollte uns eine Menge Geld bringen. Yeah, und da fliegt so ein Paraglider hier lang. Kann ich aber nicht anklicken. Weiß nicht, wer da drin ist. Ja, und das Geld kommt, wie man sieht. Das ist super. Das nächste Schiff kommt auch. Auch das ist super. Der Tourismus geht voran. Das ist ja auch eines der Hauptziele als zusätzliche Einnahmequelle. 48% Beliebtheit. Das heißt, auch Wahlen müssen wir nicht mehr grundsätzlich fürchten. Für Konserven mit Rüssel wurde abgeschlossen. Okay. Sehr schön. Ja, Touristen kommen jetzt mehr. Wir haben jetzt 14 von 30. Ich denke mal, ein paar werden da ja wohl drin sein. Man weiß es nicht genau. Ansonsten spät mit dem nächsten Schiff, wenn das Hotel steht soll. Ja, es waren ein paar drin. Sehr schön. Der nächste Dampfer kommt noch nicht. Können wir an diesem Fernsehsender irgendwas einstellen? Aha, der Fernsehsender fängt an, Gewinne einzubringen. Das wäre das nächste, was wir machen sollten. Wäre natürlich schlecht, wenn der Gewinne bringt. Ich hoffe immer auf den nächsten Dampfer. An dem Fernsehsender sollte man ein Auge behalten, der kann zusätzlich Gewinne machen. Das war die größte schwedische Gruppe seit ABBA. Einfach großartig, Präsidente. Ja, erhöhte Beziehungen können wir gerne mal mitnehmen. 3 von 5 haben wir ja sogar schon. Da kommt der nächste Kahn, sehr schön. Ja, haben jetzt wie gesagt sehr, sehr teure Sachen gebaut. Einfach nur, ja, weil wir es uns leisten konnten. Auch wenn wir dann mal ein bisschen knapp bei der Kasse sind, wäre vielleicht sinnvoller, prinzipiell nicht gleich die großen Gebäude immer zu bauen. Aber, ja, was hilft uns das Sparen? Wir wollen wachsen. Und wir müssen auch Wohnungen machen. Das wird das nächste Problem sein, dass die Baracken wieder zunehmen werden. Das will natürlich auch keiner. War hier nicht eben ein Schiff? Ach, es liegt da an schon, okay. Ja, und jetzt geht es mit dem Geld wieder gut voran. Ja, das Haus können wir uns hier schenken, das kriegen wir noch nicht hin. Aber wir können natürlich Apartments bauen. Bauen wir die hier und hier hinter geht eine Straße lang. Und dann müssen wir mal gucken, was wir da machen können, um die noch ein bisschen zufriedener zu machen. Ich klicke immer da und... warum springst du immer da hin? Ich klicke hier. So, ich denke mal, so kann man das mal machen. Ja, lass sie protestieren. Präsident, wie Sie wissen, sind Sie es, der Tropico zusammenhält
Ohne sie würde die Insel zu Staub zerfallen und für immer verloren gehen. Okay, wir müssen mal gucken, was kann denn hier weg? Die Chinesen haben uns um Mithilfe bei ihrer Volkszählung gebeten. Ja, das machen wir mal weg. Presidente, wie Sie wissen, sind Sie. So, eine Verordnung, Geheimpolizei, die können wir ja wirklich sogar machen. Wir gucken mal, wo das hier ist. Kalter Krieg. Geheimpolizei. Die Polizei für den Bürger. Ja, das können wir auch mal machen. Dann sind die zufrieden. Die Zufriedenheit steigt und wir haben mehr Infos. Ich verrate euch ein Geheimnis. Um die Sonnenbrillenindustrie zu unterstützen, hat El Presidente der Gründung eines neuen Geheimdienstes zugestimmt. Psst, nicht weiter sagen. Ja, die ist ja sehr geschwätzig, die Gute. Hier ist der Kohledampfer. Okay, der bringt uns Kohle. So, mein Handy geht hier, aber ich weiß gar nicht, wer da dran ist. Ich gehe deswegen jetzt nicht ran. Wenn wir live sind, ist das immer schlecht. Beim Let's Play kann man mal pausieren. Aber nachher sind es irgendwelche Umfragen oder so. Politische Verbindungen zum Mittleren Osten sind in der heutigen Zeit eine Lebensnotwendigkeit. Wir können es mal annehmen, weil wir Platz haben. Eine neue Nachricht. Wir gucken mal ganz kurz auf dem Handy. Keine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen. Ja, das ist immer ganz schlau. Das ist natürlich das Schlauste. Dann weiß man wenigstens nicht, wer angerufen hat. Das ist immer echt super. Wofür habe ich eine Mailbox? Ja, das geht. Der Strom. Ja, wir brauchen noch ein paar Bürger, aber die werden mit den nächsten Schiffen sicherlich kommen. Ich dachte, hier kommt der Kahn, aber der fährt weg. Ja, und Touristen, das haben wir. Presidente. Politische Verbindungen zum Mittleren Osten sind in der heutigen Zeit eine Lebens... Ja, das interessiert mich nicht. Ich habe da die Nachricht lesen wollen. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt bekommen haben. Das ging so schnell weg. Das ist immer ärgerlich. Das ist ein bisschen doof von dem Spiel. Ja, 50%, sehr schön. Ja, von dem klappt das ja hier. Das Landgasthaus können wir noch nicht machen. Das würde ich gerne noch mitnehmen. Wir haben nach wie vor ein Stauproblem. Ah, ich kann aber... Da macht der Fernsehsender auch Gewinne. Hat noch keine Mitarbeiter, das kommt aber noch. ...23 Bürger kommen an, sehr gut. Also auch unsere Bürgerzahl wächst und wächst. Wir können jetzt mal gucken in Almanach. Wir haben nur noch 91 offene Stellen. Nur noch hört sich gut an, aber das ist natürlich schon wesentlich weniger als das, was mal war. Und die Hotels sind natürlich jetzt mittlerweile auch gut besucht. Ich bin so wütend. Ja, ich bin auch wütend. 12 von 12 und hier 12 von 12. Also sehr schön, Tourismus läuft. Die Rebellen, die hauen wir nieder. Wir werden es euch zeigen. Ja, das werden wir aber sehen. Die Panzer fahren auch gleich raus. Jetzt müsste ich das machen können. Geht das auch hier? Leider nicht.
Hier darf man nicht bauen. Ich weiß gar nicht warum, aber hier darf man einfach nicht bauen. Wir stellen das mal dahin. Da haben wir die Aufgabe auch geschafft. Ja, und unsere Beliebtheit ist knapp bei 50% mittlerweile. Das heißt, die Wahlen, den können wir uns langsam stellen. Das sollte nicht mehr das Problem sein. Da wird dann das Landgasthaus gebaut. Das bringt natürlich auch Zufriedenheit. Muss man ja auch ganz klar sagen. Panzer rollen wieder und ja, finanziell gut, das Landgasthaus war jetzt sehr teuer. Aber prinzipiell mache ich mir da keine Sorgen. Finanziell sind wir wirklich gut aufgestellt. Irgendwo hier sind noch Rebellen, aber das sind da unten. Ja, aber da kommt jetzt alles hin. Hier wäre vielleicht ein Turm auch noch gut. Oh, wie kann ich Ihnen helfen? Es ist komisch, dass ausgerechnet hier bei der Person dann ein Angriff stattfindet. Guten Tag! Ja, wir haben die Rebellen besiegt. Achso, das ist hier im Gefängnis. Einen Gefangenen haben wir aktuell. Nein, nein, nein. Ja, die Finanzen. Was ist mit den Finanzen los? Wann kommt ein Schiff? Hier kommen Touristen, das ist natürlich auch nicht schlecht. Hier kommen noch mehr Touristen, das ist auch nicht schlecht. Aber ich würde gern Handelsschiffe eher gerade sehen. Das mit dem Tourismus ist schon ganz cool, aber ich glaube, die machen jetzt hier nicht so die Haupteinnahmen. Wir können ja mal gucken. Können wir das hier Zufriedenheit? Die steigt allmählich. Da sehen wir ja schon Menschen, Politik, Familiendynastie, Gebäude. Ich kann hier leider, glaube ich, nicht aufgliedern Tourismus. Was haben wir hier? Tourismusindex? Hoteleinnahmen? Ja doch, die machen schon gute Einnahmen. Also auch der Tourismus ist gar nicht so schlecht. Sehr schön. Und dann bauen wir hier noch ein bisschen mehr für den Tourismus. Hier haben wir die Delfine irgendwo. Ja, wir sehen sogar Flipper springen. Es ist Flipper. Ich habe es genau erkannt. Panzer rollen zurück. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir das. Sehr schön. Wie viel gehen hier rein? 6. Also zusätzliche Touristen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und hier unten wäre so eine Kaserne wahrscheinlich auch nochmal angebracht. Eine zusätzliche. Beim Gefängnis macht das Sinn. Müssen wir mal schauen. Wir haben hier die eine, aber ob die ausreicht, ich bin mir nicht so sicher. Ja, Mitarbeiter Gesamtverbrauch, also der Stromverbrauch ist schon höher als das, was wir an Bürgern hier reinsetzen können. Aber unser Geld sollten wir jetzt damit auch nicht verschwenden, hier Bürger reinzuholen. Das wird sich gleich wieder relativieren, auch wenn es kurz Aufstände bringen kann. Neue Bürger kommen, Geld kriegen wir auch überwiesen und die holen hier auch gut ab. Das ist ja schon wirklich nicht schlecht. Und da war sogar noch ein größeres. Wenn wir uns das mal anschauen, ist ja unglaublich. Also finanziell läuft's, würde ich sagen, oder? Finanziell läuft's bei uns. So, aber der Stau ist nach wie vor ein Riesenproblem hier. Da müssen wir mal gucken. Es sieht nicht gut aus, Präsidente. Wir können keine der legendären Eigenschaften von Fastfood nachweisen.
Es ist nicht mal so schlecht für die Gesundheit. Eigentlich sogar sehr lecker. Besitzen Sie einen Pharma-GmbH? Haben wir nicht. Bauen Sie zwei. Fügen Sie Giftmüll hinzu. Auch nicht schlecht. Wir sind böse, oder? Wir machen das und bauen ein neues Recyclinganlage. Dann haben wir nämlich auch das fertig. Weil da brauchen wir ja drei. Die können wir jetzt gleich sogar bauen. Ich weiß, wir haben ein bisschen Stromprobleme. Wo war das mit dem Recycling? Weiß es gar nicht mehr. Ah, man muss immer gucken. Ich bin mir da mal gar nicht so sicher, wo was ist. Hier ist es auch nicht. Hier haben wir die Häuser. Recyclinganlage, hier haben wir es doch. Stellen wir da hin, perfekt. Das ist die Kohle, die wir importiert haben. Ja, hier den Stau, den kriegen wir, glaube ich, nicht so einfach in den Griff. Das heißt, doch könnte ich. Wir sollten dafür. Wir machen das mal. Wenn ich diese Straße entferne, dann müsste der Stau sich eigentlich auflösen.